Also als kleinen Tipp, ihr dürft die nicht so fest schlagen. Man macht eigentlich nur Klick. Ich mach das nochmal. Du sagst, ob es okay war. Und? Ja. Herzlich willkommen zu Vorgestellt, einer ganz neuen und sehr innovativen Show hier bei YouTube, auch als Blog und vielleicht sogar auch als Podcast. Mein Name ist Kerstin Landsmann und ich habe die große Ehre, euch den tollen veganen Koch und lieben Freund und Host dieser Sendung vorzustellen, Alex Flohr. Hallo. Hey Kerstin. Also warum bin ich hier? Weil die Sendung Vorgestellt bedeutet natürlich, dass jemand vorgestellt wird. Und in der allerersten Folge möchte ich euch den Alex vorstellen. Viele von euch kennen ihn natürlich als super veganen Koch, tolle Kochbücher, deine super Show bei YouTube, sehr erfolgreich. Habe ich was vergessen? Hört sich alles auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Also ich werde rot. Sehr gut. Also wer ihn noch nicht kennt, auf jeden Fall mal gucken, Instagram und so weiter. Und natürlich auch hier in dieser Show ein bisschen, um mehr über ihn zu erfahren und vor allem, was ist diese Show? Also du wirst für uns alle durch ganz Deutschland reisen und interessante vegane Firmen, Menschen treffen, uns Interessantes darüber erzählen. Warum ist jemand so? Wie ist er dazu gekommen? Was ist der Hintergrund? Was ist vielleicht positiv? Was ist negativ? Und so weiter und so fort. Richtig? So ist die Idee. Und ich will hoffen, dass wir das genauso umgesetzt kriegen. Also wir haben da so richtig Bock drauf. Erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du auf die Idee für diese tolle Show gekommen? Ja, im Endeffekt kam die über Nacht, diese Idee. Also ich bin ja kein Mensch, der irgendwie lange plant. Bei mir kommen die besten Ideen, wenn ich nachts des Öfteren mal nicht pennen kann. Da kommen mir immer die besten Rezepte im Kopf und eben auch solche Ideen. Und zwar war das einfach so ein Ding. Ich habe in den letzten Jahren so viele tolle Menschen kennengelernt. Ich habe tolle Firmen kennengelernt und einfach innovative Projekte hier in der Nähe oder überhaupt in Deutschland oder auch ganz Europa. Und habe irgendwann gedacht, das ist doch eigentlich das Schönste für die Leute da draußen, wenn sie irgendwo so einen Blick hinter die Kulissen werfen können. Aber nicht nur hinter die Kulissen werfen, sondern auch, wer sind die Drahtzieher dahinter? Warum sind bestimmte Projekte, Produkte überhaupt entstanden, was ist, sag ich mal, deren Antrieb dahin gewesen, von was lassen die sich leiten, führen und was sind deren Visionen, weil Visionen haben wir irgendwie alle und ich glaube, meine Vision trage ich fast in jeder meiner Kochshow immer mal wieder nach außen, aber ich weiß, dass viele Leute da draußen einfach wissen wollen, wer sind die Menschen hinter einem pflanzlichen Käsehersteller, hinter einer pflanzlichen Wurst, wie haben die angefangen? Wo wollen die hin? Was verändert sich gerade im Draußenmarkt? Und das war eigentlich so der Grundbaustein der Idee, wo ich gedacht habe, ja, das ist cool. Und zum gleichen Zeitpunkt hatte bei mir gerade meine damals noch Praktikantin angefangen. Und ich hätte diese Idee alleine nie umgesetzt. Aber die Lara, die ist jetzt mittlerweile fest angestellt, weil ich damals an dem Punkt irgendwie gemerkt habe, die könnte sowas mit mir durchziehen, die ist fit genug dafür, Hintergrundrecherche zu betreiben. Genau, und dann ging alles ganz schnell. Dann wurde aus dem Praktikum ein Minijob und aus dem Minijob jetzt eine Festanstellung. Und ja, das passt. Das war eine ganz gute Idee. Und ihr habt zusammen nämlich dieses Format gemeinsam entwickelt, richtig? Genau, ja. Und ich habe mittlerweile einen Top-Kameramann und habe gedacht, ey, jetzt habe ich ein geiles Team. Jetzt müssen wir irgendwie was Neues machen. Und die Kochshow auf YouTube, die läuft ja gerade sehr gut. Die werden wir natürlich weiter ausbauen. Aber es muss noch irgendwas anderes kommen. So, und so sind wir auf dieses Ding vorgestellt gekommen. Kurz runtergebrochen, über Nacht entstanden das Ding. Super. Ehrlich gesagt, klingt total spannend. Und ich kann es kaum erwarten, die erste Folge dann auch mal zu sehen.
Sag mal, aber wie sind denn eigentlich deine Erfahrungen mit dem ganzen Veganen? Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also du hast ja jetzt deine Kochshows mit diesen fantastischen Rezepten. Ich liebe sie alle. Ich habe auch deine Bücher und koche brav danach und es schmeckt wirklich fantastisch. Kann ich nur jedem empfehlen. Wie hast du denn angefangen, dass du dir gedacht hast, ich mache mal was Veganes? Da fange ich jetzt tatsächlich mal ganz weit vorne an. Also ich fange jetzt vielleicht, bevor ich zum Veganen komme, dann fange ich doch mal, glaube ich, in meiner Jugend an. Ich war ganz weit früher, ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber ich bin schon 70. Das vegane Essen, ja. Nein, ich bin 40, bin ich. 40. Und ich bin immer ein sportlicher Jugendlicher gewesen. Ich glaube, ich habe mit 6 wieder bei einem Jugendlicher, bei Kind, habe ich mit Radsport angefangen. Und mein Vater ist solange wie ich denken kann, ist der Kraftsportler. Also war Sport bei mir auch immer ganz wichtig. Ne? Zu seinem Vater guckt man auf. Außer Tischtennis. Das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, aber das zeigen wir nachher nochmal. da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Aber ich war halt immer sportbegeistert. Ich habe mit 6 mit Radsport angefangen. Und als wir damals vom wunderschönen Rostock, also ich bin in Rostock geboren und aufgewachsen, und mit 9 sind wir an Rande von Berlins gezogen, hier nach Strausberg. War dann mit Radsport vorbei, weil die haben, glaube ich, so junge Kinder wie mich damals hier nicht genommen. Und dann habe ich hier angefangen mit Judo. Also habe ich Judo gemacht. Irgendwann habe ich selber mit Kraftsport angefangen, da war ich 13. Also mit meinem Vater bin ich auch da reingekommen und immer Sport, Sport, Sport. Dann, ganz kurz, nur dass jetzt keiner verwirrt ist. Uns knurrt hier nicht der Magen, sondern wir haben auch den zauberhaften Buddy an unserer Seite, der den ganzen Dreh hier mitverfolgt und aufgrund meiner tollen Fragen einfach so eingeschlafen ist. Buddy scheint wenig begeistert zu sein. Bei Buddy ist es aber einfach so, der junge Mann, der wird jetzt fast 12, auch wenn man ihm das nicht ansieht, aber der mag halt einfach bloß noch neben mir liegen und ja. Das war ihm auch gegönnt. Bisschen sein Hinterschenkel kraulen und mehr will er nicht. Also so mit 11 oder 12, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich dann mit Judo angefangen. Mit 13 dann mit Kraftsport. Also habe ich mit meinem Vater schön mitgezogen. Und für mich war Sport immer sehr wichtig. Ich habe auch auf meine Ernährung geachtet. Damals war das aber wirklich so, auf Ernährung achten hieß viel Pute, viel Hühnchen, viel Reis und na so die Sachen, wie das halt damals so gewesen ist. Naja, leider heute immer noch. Ne? Also sehr viele Kraftsportler, die sich jetzt nicht so ein bisschen mal moderner aufstellen in der Denkweise, sind ja immer noch, dass man die kennt, in ihren Plastikboxen mit Reis und Hühnchen. Auf jeden Fall. Und jede Menge Eier. Ja, so. Aber genauso ist es bei mir halt damals auch gewesen. Ne? Mhm. Es waren halt Nudeln, Eier, Hühnchen. So. Und dieser ganze Mist eben. Ich meine, mir ging es dadurch nicht schlecht. Ich war ein junger Mann. Ich glaube, da steckte der Körper auch noch relativ gut weg. Und habe dann mit 17 eine Lehre angefangen im Straßenbau. Eigentlich wollte ich immer Tischler werden. Mein Vater war gelernter Tischler. Ich wollte unbedingt was mit Holz machen, weil ich liebe Holzverarbeitung. Das hat nicht ganz gepasst mit meinen Zensuren, weil ich leider ein Schüler war, muss ich immer wieder sagen. Ich hatte nicht viel Bock auf Schule, aber ich war auch genau so ein typisches Wendekind, sag ich mal. Die Wende war 89. Und ich habe mich dann so in besetzten Häusern und so rumgetrieben. Und naja, wie das denn eben so war, ich war halt nicht jede Unterrichtsstunde dabei. Und das der hat eine sich so, der andere so. Ich kann deine Seite leider sehr gut verstehen. Liebe Kinder, nicht nachmachen. Nicht nachmachen, ganz, ganz wichtig auf jeden Fall. Aber es war halt damals so, also ich will das jetzt auch gar nicht negativ irgendwie bewerten, es war eine sehr schöne Zeit. Ja. Ich hab mir meine Zeit gut vertrieben da draußen. Aber so war es halt so, ich konnte mir meine Lehre nicht wirklich aussuchen. Also bin ich damals in Straßenbau gegangen und als ich dann im ersten Lehrjahr war, da habe ich dann so das erste Mal gemerkt, so, fuck, das, jetzt weiß ich, was die Lehrer immer gemeint haben, streng dich doch mal an und du willst eine gute Berufsausbildung haben, also bin ich im Straßenbau gelandet. Unabhängig davon habe ich was draus gemacht, weil im Endeffekt waren da coole Typen bei mir auf Arbeit, da waren ein paar Rocker und da waren ein paar alte Punker und sowas, weißt du, das war so genau mein Metier, an dem ich mich dann halt so gehalten habe, es war witzig, es war cool. War mit 20 fertig mit meiner Ausbildung, habe dann ein Jahr Zivildienst gemacht als Betreuer im Behindertenwohnheim. Das war auch mega cool.
habe danach nochmal für ein Vierteljahr in einer Baufirma gearbeitet und dann aber auch wirklich festgestellt, so dieses Chefding, also dass ich jemanden über mir habe, das ist mir auch nicht so, das ist nicht so mein Ding. Mhm. Also ich mache am liebsten das, was ich selber denke und fühle. Und habe mich damals mit 21 mit meinem Bruder zusammen selbstständig gemacht. Also ich war Straßenbauer, Pflasterer und haben gesagt, ey komm, wir machen uns selbstständig im Garten- und Landschaftsbau. Und das haben wir auch gemacht, das war mega cool. Aber genau da fing das bei mir eben an. Wir haben halt gearbeitet. Das war halt 2001, wo wir uns selbstständig gemacht haben. Die Bauwirtschaft war eigentlich am Ende. Mhm. Und das hieß, du konntest halt nur über relativ viel Arbeit auch irgendwie dein Geld verdienen. Also haben wir geknüppelt wie die Idioten. Ich habe mit Kraftsport damals aufgehört, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe. Und zeitlich nicht mehr geschafft, genau. Das dann zu arbeiten. Und ja, ich war halt dann abends auch fertig. Also ich war wirklich fix und fertig auf dem Appel. Und das hat, sag ich mal, in körperlicher Ertüchtigung definitiv gereicht. Mhm. Und das war dann aber auch der Punkt, wo ich dann gänzlich aufgehört habe, irgendwie auf Essen zu achten. So, ne? Also wir haben schon geguckt, wo ist unser bester Dönerstand, wo gibt es die beste Kettwurst. Mhm. Also Kettwurst, für die, die das nicht kennen, Kettwurst war früher im Osten so ein halbe Brotleib oder so eine Baguette-Stange, die war ausgehöhlt. Da wurde unten heiße Currysoße reingespritzt und da kam eine große Bratwurst rein und das war Kettwurst. So, und da hatten wir unsere leckeren Stände, aber ich habe dann nicht bloß eine oder zwei gegessen. Irgendwann waren es dann drei oder vier. Döner habe ich auch nicht bloß einen gegessen, sondern zwei oder drei und die in XXL-Größe. Mhm. Wie gesagt, kein Sport mehr. Und irgendwann bin ich halt immer weiter auseinandergegangen. Natürlich halt auch schön geraucht. Alles so das ganze Miese, was man so seinem Körper antun kann. Und mit Ende 30 war mein Körper dann so weit, dass er gesagt hat, der hat keinen Bock mehr. Also ich hatte statt, ich sag mal so 90, 95 sportliche Kilos, die ich mal hatte, so mit Ende oder mit Anfang 20, waren dann bei 135 unsportlichen Kilos. Also ich war wirklich ein anständig, brachialer Mensch mit sehr, sehr viel ungesunden Fetten, die ich mit mir rumgetragen habe. Und was hattest du noch für körperliche Anzeichen, jetzt außer deutliches Übergewicht, sage ich mal? Also alles, ich sag mal, was man so sich klassisch auch vorstellen kann. Ich hatte natürlich entzündete Gelenke, weil ich viel zu schwer war mit 135 auf Körpergröße von 1,73 Meter. Also das haben meine Fußgelenke, die haben halt wahnsinnig wehgetan, meine Kniegelenke. Ich hatte ständig Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit. Mhm. Asthma, das war eigentlich so das Allerschlimmste. Also ich bin halt morgens nur mit heftigen Sprays irgendwie in den Tag gekommen. Also ich hatte wirklich heftiges Asthma, obwohl ich dann irgendwann, ich glaube, mit 28 oder 29 auch aufgehört habe zu rauchen, hat sich das einfach nicht wieder hergestellt. Und körperliche Schmerzen. Und diese körperlichen Schmerzen haben im Endeffekt dazu geführt, dass ich mein Leben drastisch ändern musste. Weil es war so, ich konnte irgendwann nicht mehr arbeiten gehen. Also war Feierabend, bin irgendwann umgefallen zu Hause. Und konnte nicht mal mehr einen kleinen Finger heben. So, und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und die Ärzte wussten mit mir nicht mal im Ansatz, was mit mir los ist. Also klar, da liegt so eine Maschine, du hast beschissene Blutwerte und sowas alles, aber dass diese Schmerzen jetzt im ganzen Körper, wo die herkommen, hatte keiner irgendwie eine Ahnung, eine Vorstellung, hing dann da am Schmerztropf, aber auch das hat mir nicht geholfen. Und das hat mich natürlich in eine extreme Angst versetzt. Nun war ich damals schon dreifacher Vater mit kleinen Kindern. Und ich sag mal, das Fußballspielen und so mit Jungs, wo die halt rangewachsen sind, war damals schon nicht mehr möglich. Aber ich habe dann halt echt so gemerkt, mein Körper ist am Party. Das ist irgendwie sehr schön, dass also ich gerade... Ja, ich finde es relativ spannend, muss ich sagen. Er lockert die Nummer gerade so ein bisschen auf, weil eigentlich, wenn ich gerade so erzähle, eigentlich schießen mir da fast die Tränen in die Augen, weil es war halt echt eine üble Zeit damals. Weil ich halt wirklich gemerkt hatte und Angst hatte, dass ich halt nicht mehr lange mache. Mhm. Und habe dann halt irgendwie immer den Ärzten gesagt, ich möchte von meinem Gewicht halt runterkommen. Ich hatte natürlich vorher auch schon probiert, dass man irgendwie so ein bisschen anders isst, dass man weniger isst und solche Geschichten. Hat aber alles nicht funktioniert. Mehr bewegen konnte ich mich nicht, weil ich einfach diese körperlichen Schmerzen hatte. Und die Ärzte konnten mir nicht helfen. Die haben im Endeffekt irgendwelche Broschüren in die Hand gegeben von Diätplänen, ja, mit Käse und Wurst und dem ganzen Zeug halt dabei. Viel Joghurt und solche Geschichten und habe dann mich mit dem Thema aber selber mit Selbstheilung befasst, wobei ich dieses Wort immer so esoterisch fand, konnte damit damals nicht wirklich etwas anfangen, aber es ging ja darum, ich wollte mich selbst heilen, weil wenn der mir nicht helfen kann, wo man von ausgeht, dass er einem hilft,
dann muss man halt sein Schicksal selbst in die Hände nehmen. Und das wollte ich. Ich wollte wieder gesund werden, wollte für meine Kinder da sein. Und bin dann auf das Thema Ernährung gekommen und habe dann immer wieder gelesen, dass es gerade so um diese tierischen Eiweiße sich immer wieder gedreht hat, was so schlecht für den Körper ist und eben dadurch viel Entzündung, genau das. Und, sowas, und durch Entzündung hast du natürlich auch Schmerzen im Körper. Mhm. Und habe dann eigentlich auch wieder relativ schnell über Nacht die Entscheidung getroffen, ich werde jetzt vegan. Also ich hatte zuvor, zwei, drei Jahre zuvor schon mal ein halbes Jahr vegetarisch gelebt und wusste zumindest, okay, es ist gar kein Problem, ohne Fleisch zu leben. Ne? Aber damals hatte ich natürlich alles irgendwie mit Eiern und Milchprodukten irgendwie kompensiert. Und habe gesagt, gut, das mache ich jetzt hier nicht mehr. Und bin nächsten Früh aufgestanden und habe in den Kühlschrank reingeguckt und wollte mir meine Stullen schmieren für die Arbeit. Und was ist es denn geworden? Eine Mischbrotstulle ohne Butter mit ein bisschen Olivenöl drauf und Gurke, weil ich halt nichts in dem Kühlschrank gefunden habe, was vegan ist. Also ich hatte mir an dem Abend zuvor, wo ich beschlossen habe, es ist jetzt so, eigentlich gar keine Gedanken gemacht, wie setzen das jetzt um. Aber weißt du, das finde ich ist ja gerade das Tolle an deiner Geschichte, also mal abgesehen davon, dass ich das einen beeindruckenden Weg finde, also erstens mal so selbstreflektiert zu sein und zu merken, okay, ne, ich bin am Limit, hier stimmt was nicht. Mhm. Mein Körper gibt mir sämtliche Alarmsignale, ich muss jetzt was tun. Und großartig, dass du dich mit der Ernährung befasst hast, weil meiner Meinung nach auch das Allerwichtigste für unseren Körper, diese Ernährung steuert einfach alles, alles, alles. Und aber ich glaube, genau was du gerade sagst, das wird wahrscheinlich ganz vielen Menschen helfen, weil das ist ja das, was man erstmal denkt, dass man in seinen eigenen Kühlschrank dann reinguckt als Nicht-Veganer, Nicht-Vegetarier ja. Und sich denkt, ja, Gurke und was noch? So. Aber das Doofe ist halt, also das denke ich halt im Nachhinein immer, dass es halt erst zu so einem Punkt irgendwie kommen muss. Es muss erst irgendwas ganz mies sein, dass man dann irgendwann sagt, okay, ich muss halt irgendwas ändern, so, ne? Ich meine, ich hatte mich, wie gesagt, zuvor auch schon mal vegetarisch ernährt, wegen dieser ganzen ethischen Geschichte, weil ich gedacht habe, es ist halt einfach nicht cool, Tiere zu essen. Du fährst irgendwo auf der Autobahn, das war für mich immer so das klassische Ding, bist auf der Autobahn und fährst an einem Tiertransport vorbei und denkst irgendwie so, fuck, weißt du, die armen Tiere da drin, die werden jetzt irgendwie durch die Gegend gekarrt, du siehst die Japsen irgendwie noch Luft und so. Mhm. Und das Nächste, was aber irgendwie immer in meinen Kopf kam, ja, ist aber so, weißt du, das, naja, so wird es ja allen verkauft, so wird es ja auch gemacht. Man darf ja auch nicht vergessen, es steckt eine Riesenindustrie dahinter, die natürlich mit entsprechenden schönen Bildchen und Verpackungen und Erklärungen einen Glauben macht. Das ist nun mal so. Und ich glaube, da sind die meisten auch gar nicht, die kann man dafür gar nicht belangen, weil wir so aufgewachsen sind. Also wir wissen ja alle, dass Werbung ein hochpsychologisches Konstrukt ist. Und die funktioniert ja auch tatsächlich ganz wunderbar. Merkt man spätestens dann, wenn man schon mal irgendeinen Schrott bestellt hat, den man irgendwo gesehen hat und sich dachte, was ist mit dem Scheiß in der Mülltonne? Dass man sich da gar nicht so Vorwürfe machen darf und dass man sich da leider wirklich ein bisschen intensiver reinarbeiten muss, um an die wahren Informationen zu kommen. Das ist halt leider ein sehr aufwendiger Weg, aber umso toller, dass du da bist, um das allen ein bisschen näher zu bringen und zu erklären und auch Leuten ja mal zu zeigen, hey, es geht tatsächlich anders und das auch ganz, ganz einfach. Ganz einfach und vor allem mega cool, weil ich sag mal, dann ging es bei mir bergauf. Also da ging es bei mir so wirklich richtig bergauf. Als ich so 2 Wochen mich so rumgekrepelt habe mit Gurkenstulle und Tomate und Salatblatt, wirklich so wie man sich so ein Veganer vorstellt oder wie ich mir damals vorgestellt habe, der irgendwie mit einem Salatkorb so auf Arbeit geht, so ungefähr bin ich auch auf Arbeit gegangen. Als Pflaster auf dem Bau, weißt du, meine Mitarbeiter. Hast du ein paar Sprüche kassiert? Nicht wirklich Sprüche kassiert, weil ich war immerhin Chef, weißt du. Aber natürlich hast du mitgekriegt, dass sie die Nummer irgendwie belächeln, weißt du. Hab dann aber relativ schnell festgestellt, okay, eine Gurkenstulle sättigt mich nicht, die befriedigt mich nicht, mit einer Gurkenstulle kann ich auch nicht gesund sein, werden oder wie auch immer. Dann habe ich gesagt, ich möchte was Leckeres essen. So, und dann habe ich halt wieder weitergelesen. Das war ja damals mehr so auf englischsprachigen Seiten, weil das war 2011. Da gab es ja hier, sag ich mal, noch nichts. Da war Veganismus ja noch nicht wirklich
hier angekommen. Also habe ich eher so auf Seiten von Peter Amerika und solche Geschichten irgendwo dann gelesen, okay, du kannst aus Linsen Buletten machen und sowas halt. Und dann habe ich angefangen rumzuprobieren. Und habe dann, neben den Linsen standen Bohnen, da standen Nüsse, da standen das und habe einfach gekauft und habe mit den Sachen, die es im Supermarkt halt sowieso schon immer gab, wo ich aber immer dran vorbeigelaufen bin, halt einfach rumexperimentiert und habe aus Linsen Braten gemacht. Ich habe dann mit meinem Gulasch, ich habe immer gerne Gulasch gegessen, einfach nur das Rindfleisch durch Kartoffeln ersetzt und für Röstaromen getrocknete Pilze genommen und so. Also es ging alles relativ schnell zu verstehen, wie ich Geschmack in mein Essen reinkriege. Und das Coolste daran war, es hat mir Spaß gemacht. Es hat mir so einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Also A, das Gemüse zu kaufen, das Gemüse und Obst zu kaufen. Ich meine, das hat mir vorher auch schon Spaß gemacht, aber ganz ehrlich, das lag bei uns rum. Und im Endeffekt habe ich Buddy an sein Essen geschnitten. Also ich sag mal, das ganze Gesunde hat der Dicke zu essen gekriegt. Und dann habe ich es aber selber für uns verwurstet, wenn man das so sagen kann, als Veganer. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht, aus einem großen Haufen bunten, frischen Gemüse sich ein Gulasch zu kochen, sich Buletten zu machen. Weil ich habe die ersten Jahre wirklich erstmal so geguckt, dass ich mein Essen, so wie ich es halt die ganzen Jahre kannte, erstmal nachzubauen. Und erst später habe ich dann angefangen, einfach so in andere Richtungen zu gehen. Also mit so ein bisschen asiatischer Küche und so befasst habe. Und dann ging es meinem Körper natürlich immer besser. Also innerhalb von 4 Monaten, das war eigentlich auch heute noch so das Krasseste für mich, war mein Asthma weg. Und Kerstin, dieses Asthma war wirklich weg. Also ich brauchte keine Sprays mehr und nichts. Und das ist auch im Nachhinein wirklich immer das Krasseste überhaupt. Und das waren 4 Monate. Ich habe mich einfach nur fucking 4 Monate pflanzlich ernährt und das Asthma war weg. Danach gingen, sag ich mal, die Schmerzen Stück für Stück aus dem Körper raus. Das hat dann ungefähr noch so 14, 15 Monate gedauert, bis es halt weg war. Und ich habe halt auch innerhalb von einem Jahr 50 Kilo abgenommen. So. Und ich war einfach wieder hergestellt. Und ich habe so eine Geschichte in meinem ersten Buch reingeschrieben, wo mir damals so krass bewusst geworden ist, Alter, ich bin wieder bewegungsfähig. Und zwar war ich auf Arbeit mit einem Kollegen und der hat immer seinen Schäferhund beigehabt. Also einen Schäfer- und Dobermann-Mischling oder Odin. So, und Odin war immer am Auto festgemacht, hat seinen Wassernapf da gehabt. Und der war vorm Haus, der Odin, bei meiner Rüttelplatte, also einer großen Maschine. Und ich war mit Thorsten hinterm Haus. Und einmal fängt er an zu kläffen. So, und Thorsten guckt um die Ecke und sagt, Alter, da will einer deine Rüttelplatte klauen. Ja, die stand so ein Stück weg von Odin. Da waren da 2 Typen, die ziehen die gerade ins Auto rein. Und ich bin losgerannt. Auf die Typen zu. Und dann habe ich gemerkt, Alter, er kann wieder rennen. Und ich glaube, ich bin das erste Mal wieder gerannt seit 10 Jahren oder so. Das war aus meinem Kopf komplett raus, dieses Ding, dass ich ja laufen kann, wisst ihr? Also schneller als gehen. Das war so cool für mich, also wo ich dann einfach gemerkt habe, die Lebensgeister sind wieder da und du kannst halt einfach wieder alles machen. Und das ist absolut abgefahren. Ja, das hört man ja Gott sei Dank wahnsinnig oft, dass natürlich durch diese Umstellung auf diese rein vegane, rein pflanzliche Ernährung bei so vielen Menschen so unfassbar tolle Heilungsprozesse im Körper freisetzt, lostritt und eigentlich alle so wahnsinnige Erfolgserlebnisse haben. Und man muss sich halt manchmal ein bisschen Zeit geben, wie du gesagt hast, mit den Schmerzen hat dann doch 14, 15 Monate gedauert. Ja. Aber wenn man halt überlegt, dass man davor 30 Jahre nur Mist in seinen Tank reingetankt hat, was man seinem Auto niemals antun würde. Da ist aber nur das beste Öl. Vom besten und vom teuersten. Ja, und das ist ja auch und gibt irgendwie, glaube ich, auch ganz vielen Hoffnung zu sehen, ich kann noch was ändern. Also es gibt ja wirklich unfassbare Geschichten, wo Hopfen und Malz verloren war und wo sich so sukzessive alles wieder verbessert, bis hin zur absoluten Genesung. Also da ist natürlich, da sage ich auch wirklich immer, wenn ich von einer veganen Ernährung, von einer gesunden veganen Ernährung spreche, dann spreche ich davon, dass man sich frisch und umfangreich ernährt. Also ich sag mal, heute jetzt 10 Jahre, nachdem ich damals vegan geworden bin, kann man sich auch genauso ungesund weiter ernähren, wie es halt damals war. Also ich rede jetzt nicht davon, dass die Leute jetzt anfangen sollen, sich jeden Tag Sojaschnitzel oder so reinzukloppen. Wobei ich die natürlich auch esse, weil sie einfach lecker sind. Und es ist da, aber frisch kochen. Umfangreich kochen, saisonal essen und solche Geschichten, das ist das, was einem wirklich Vitalität gibt und was natürlich unseren Böden auch gut tut,
was sehr nachhaltig ist. Und das ist für mich eine umfangreiche, gesunde, vegane Ernährung. Absolut. Also nicht nur für dich gut, sondern für uns alle gut, für den Planeten. Genau. Das ist eigentlich die Zukunft. Aber du hast eben kurz von deinem Buch gesprochen. Und jetzt erzähl doch mal die Geschichte, wie du von deinen selbst entwickelten Rezepten dann irgendwann darauf gekommen bist, ich mache ein Kochbuch. Ich springe noch mal ein kleines Stückchen zurück. Das war so 2013, 2014, wo immer wieder Leute zu uns nach Hause kommen, so Kollegen von meiner Frau, Freunde, und ich einfach gekocht habe und die gesagt haben, Alter, du kannst so genial kochen. Ich muss irgendwie so Kochkurse geben und so. Dann habe ich immer gesagt, wer geht zum Straßenbaumeister zum Kochkurs? Also habe ich mit sowas mich gar nicht großartig befasst. Und dann kam mir aber irgendwann die Idee, ich wollte mehr darüber erfahren, was in meinem Körper passiert ist, warum es mir heute wieder so gut geht. Also ich habe es ja an mir gespürt, aber ich konnte jetzt keinem erklären, das und das und das hat mich wieder gesund gemacht und ich wollte es verstehen. Und habe dann irgendwo von Studiengängen angefangen zu gucken oder irgendetwas, wo ich was darüber erfahre. Im Endeffekt habe ich dann eine Ausbildung zum Ernährungsberater gemacht mit dem Fokus auf eine rein pflanzliche Ernährung. Und habe dann natürlich gedacht, okay, mit diesem Abschluss Ernährungsberater kannst du ja danach vielleicht auch Kochkurse machen. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht und war fertig mit dem Ernährungsberaterkurs oder Ausbildung. Habe eine Menge Wissenswertes mitgenommen und habe wirklich verstanden, was in meinem Körper passiert ist. Und habe dann gesagt, das nutze ich jetzt für mich, diesen Titel, diesen Abschluss, und gebe Kochkurse. Und bin dann damals zu der Volkshochschule nach Strausberg hier in meiner Stadt. Die haben gesagt, ey, hier, ich bin vegan lebender Straßenbaumeister und ich würde gerne Kochkurse anbieten. Die fanden es so cool und haben wir dann innerhalb von 2 Monaten haben die mich da irgendwo mit aufgenommen in ihr Programm. Und diese Kurse, die waren von Anfang an restlos ausgebucht und habe dann da einfach angefangen, diese Kochkurse zu machen. Und das Schöne war, einfach zu sehen, was die Leute bewegt, dazu dahin zu kommen. Meistens war nur ein einziger Mann dabei. Es waren alles irgendwie Frauen, die immer von ihren Männern erzählt haben. Ja, der ist auf dem Bau und dem geht's nicht gut und das. Also eine ähnliche Geschichte immer wie bei mir. Und die wollen dann ein bisschen gesünder kochen und so. Also das ging jetzt nicht darum, dass die jetzt unbedingt alle vegan werden wollen. Die wollten halt einfach ein bisschen gesünder leben und haben sich halt diese Ernährungsweise oder haben von dieser Ernährungsweise mal gehört, dass es irgendwie gesund sein soll. Und somit sind die zu mir in die Kurse gekommen. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Ich konnte den Leuten so viel vermitteln. Und das hat Spaß gemacht. Die sind nach dem 3., 4. Mal sind die gekommen und haben gesagt, ey Alex, ich habe gestern das ausprobiert, weil ich möchte den Leuten nicht nur Rezepte zeigen, ich möchte den Leuten zeigen, wie kannst du es selber zu Hause umsetzen, wie kannst du selber auf deinen Stapel Gemüse gucken und dann kommt dir halt die Idee, okay, ich kann das miteinander kombinieren. Und das war wirklich mega, mega cool. Und in diesem Zeitraum hatte ich dann heute einen meiner besten Freunde, den Patrick Babumian, kennengelernt, den Patrick Babumian. Werden die meisten kennen, wer nicht kennt, ist genauso. Vielleicht ein kleines bisschen mehr Muskeln noch als meinst du, aber. er war damals 2011 stärkster Mann Deutschlands und hat aber danach mehrere Weltrekorde aufgestellt im Yoke Walk, also mit 550 Kilo auf den Schultern laufen. Ich weiß, unfassbar. Ein also, tierisches Muskelpaket. Und ein rein vegan lebender Mensch. Und da war ich damals so extremst fasziniert, dass es halt auch andere Typen gibt. Ja, nicht nur diesen Hippie, wie man sich halt immer vorgestellt hat, sondern so andere Extreme, die halt irgendwie vegan leben. Und Jana, meine Frau, hatte mir, glaube ich, 2014 zu Weihnachten ein T-Shirt von ihm geschenkt. I'm a vegan badass. Und das fand ich mega geil. Und in dem Paket lag ein Zettel von ihm handschriftlich mit drin. Mensch, dass er das total cool finden würde, wenn man ihm mal so ein Foto schickt, wenn man ein T-Shirt anhat. Er wollte auch wissen, wer sind die Leute da draußen, wer lebt vegan und wer findet das cool, so ein Shirt anzuziehen. Und hatte dann mit Buddy einen schönen Post gemacht. Ich hatte eine Hantel in der Hand mit 2 Ananas dran und Buddy im Arm und haben wir so ein schönes Foto gemacht und das habe ich ihm geschickt. Und daraufhin hat er irgendwie geantwortet, Mensch, mega cool, er hat selber auch einen Boxer. Und fand das Foto total cool. Dann sind wir ins Gequatsche gekommen und irgendwann haben wir uns getroffen. Und ich sag mal, das war so ein Liebe auf den ersten Blick, sag ich mal, zwischen Patrick und mir. Und war dann, apropos Liebe, kurze Zeit darauf später auf seine Hochzeit eingeladen, wo unter anderem auch Mitarbeiter von der Tierrechtsorganisation PETA
waren. Ah, okay. Das war 2015. Und da saß auch wiederum einer von Peter, der hatte einen Boxer, der sah eigentlich genauso aus wie Buddy. Und entweder kommt man ja über Kinder ins Gespräch oder über Hunde. Bei uns waren es halt die Boxer. Und wir haben den ganzen Abend gequatscht und erzählt. Und dann sagt er irgendwann so, Mann, Alter, du bist Straßenbaumeister, du kannst kochen, du hast Ahnung von Ernährung, hast eine relativ lockere Zunge. Wollen wir nicht zusammen eine Kochshow machen? Weil die hatten damals schon die Idee, okay, bei der Frauenwelt war das schon relativ einfach, sag mal, mit dem Thema Veganismus ranzutreten über Schönheit und sowas alles. Ne? Ich meine, wenn du dich vegan wirklich rein ernährst, hast du ja auch weniger unreine Haut und solche Geschichten. Wir müssen aber in die Männerwelt ran. So, dann haben sie mich gefragt, ob ich eine Kochshow machen will. Und dann habe ich gesagt, so, nee, so bin ich der Typ, der irgendwie, ich habe noch nie vor der Kamera gestanden und früher, wenn ich ein Gedicht aufsagen musste in der Schule, dann war das wieder so ein Tag, wo ich nicht da war. Also ich war noch nie jemand, der gerne irgendwas vor anderen Leuten vorgetragen hat. Und ein paar Bier später dann aber war ich sehr mutig und habe gesagt, ey, voll coole Nummer. Immer alles mit. Ja, habe mich als Jamie Oliver des Veganismus dann gesehen in meinem Gym und habe gesagt, ey, das machen wir. So, und zwei Wochen später rief dann tatsächlich einer an, oder Henrik von Peter, und hat gesagt, ey Alex, wir haben doch hier ausgemacht und bla bla bla. Ich sag, du Scheiße, was haben wir denn ausgemacht? Ja, mit der Kochshow. Und dann dämmerte das so langsam und ich so, nein. Und dann konnte ich aber irgendwie unschwer oder schwierig irgendwie sagen, nee, mache ich jetzt nicht mehr. Und habe gesagt, okay, wir machen das. Also dieses hier kocht Alex-Ding ist abends auf der Hochzeit wirklich von Patrick entstanden. Und dann haben wir uns irgendwann getroffen, haben eine Küche gemietet und haben 7 Kochvideos an 2 Tagen gedreht. Okay. Das war echt schwierig für mich, weil ich habe bloß gestottert vor der Kamera. Ich stand noch nie vor der Kamera. Naja, am Anfang halt. Und habe dann aber halt gekocht und habe dann die ganze Zeit gedacht, so, oh Gott, das ist so peinlich, das guckt sich doch keine Sau an. Weißt du, wie ich da vor der Kamera rumstotter? Und das hatte dann auch wirklich ein halbes Jahr gedauert, bis sie die Folgen irgendwie geschnitten hatten und haben dann gesagt, ja, Men's Health hat sich da jetzt irgendwie noch mit eingeklinkt, weil die finden das total spannend. Ja, super. Und wir werden das zuerst auf dem YouTube-Kanal von Men's Health laufen lassen oder auf dem Blog von denen oder so. Und das ist damals sowas von dermaßen krass eingeschlagen. Also wie gesagt, das war 2015, da gab es ja noch nicht so viel wie heute, dass überall eine vegane Kochshow aufploppt, sag ich mal, auf YouTube. Und das war halt echt was Besonderes. So, und dann hat Peter das rausgehauen. Und dann kam auch wirklich in dem Atemzug, kam dann die erste Zeitung, kam die zweite Zeitung, die dritte Zeitung, dann kam der erste Fernsehsender, der zweite Fernsehsender, der dritte Fernsehsender. Ich habe mir einfach dargestellt und so, was denn hier los? So, weißt du? Und die fanden das alle total cool, so dieses Ding, so Straßenbaumeister und vegan lebend und Kochshow und so Männertyp und so. Und ja, so ging das irgendwie weiter. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen diese Kochshow, hier kocht Alex, die führen wir einfach weiter, haben dann einmal im Monat irgendwie ein Video produziert, das habe ich halt neben meiner Arbeit mitgemacht. Dann wurde diese Show immer bekannter und dann kamen natürlich auch irgendwann so die ersten Stimmen, Mensch, Alex, hast du überhaupt ein Kochbuch? Nee. So, naja, ich muss ein Kochbuch machen. Ja, und dann hatte ich mich dann irgendwie, hatte ich damals versucht, einen Verlag zu finden, aber das war echt schwierig. Also die haben diese Nummer dahinter gar nicht verstanden, also dass ich ein abgesonderter Typ bin, also kein Fitnessmädel, was jetzt irgendwie Green Smoothies macht oder so, sondern wirklich halt ein Typ, der Essen für alle macht. Das hat irgendwie keiner geschnitten, also ich habe keinen Verlag gefunden und dann hat Patrick mir aber damals gesagt, Mensch, der macht das halt alleine. So, ne? Er hat sein erstes Buch auch alleine gemacht. Also habe ich dann irgendwie angefangen, selber mein Buch zu machen. Das heißt, ich habe meine Rezepte dann einmal aufschreiben müssen, was ich vorher nie gemacht hatte. Das war alles immer in meinem Kopf. Ich habe Rezepte aufgeschrieben, habe dann versucht, einen Fotografen zu finden, bis ich geschnallt habe, was ein Fotograf eigentlich kostet. Dann habe ich gesagt, okay, fange ich jetzt auch noch an, selber zu fotografieren. Habe mir so eine einsteigerbillige Kamera gekauft. Und damit habe ich dann irgendwie fotografiert. Und also beide Bücher, die ich habe, sind mit dieser 180-Euro-Kamera fotografiert. Also ich habe es wirklich alles alleine gemacht. Man sieht das, dass es alleine fotografiert. Das ist aber völlig egal. Also es sind authentische Bilder. Und so bin ich dann irgendwie zu diesem Buch gekommen und habe das dann im Eigenverlag rausgebracht. Das war, glaube ich, 2018 kam mein erstes Buch raus. Da kam dann jemand einmal 1500 Bücher angeliefert. Die stapelten sich dann da hinten in der Ecke nach oben. Und da standen die Bücher hier drin. Und ich habe gedacht, wer soll denn jetzt diese Bücher kaufen? Was ist denn, wenn jetzt keiner dieses Buch kauft? Aber das ist ja das Gute bei deinen Rezepten, dass du eben, wie du es gerade selber schon gesagt hast, nicht diese, wie sie damals sehr verbreitet war, die Nische von
kleine zarte Bowls und süße kleine Cupcakes dann in vegan, sondern du hast ja wirklich Rezepte für jedermann. Ja? Es geht ja so ein bisschen auch oft in die gutbürgerliche Richtung. Genau. Ja, und eben auch was für Männer, und man will satt werden und man will was zu essen haben. Und auch die Frauen haben ja nicht jeden Tag Lust, so ein super Shishi zu Hause dann zuzubereiten. Deswegen sind sie zu dir gekommen. Wie kann ich was Gesundes machen, was einfach schnell praktisch ist und fantastisch wird? Also ich will diese Smoothies und sowas gar nicht abwerten. Das wollte ich damit überhaupt gar nicht sagen. Es ging halt einfach nur darum, so wie du gerade gesagt hast, es war einfach etwas anderes. Und als diese Bücher dann hier waren, also meine Frau hatte mir einen Internetshop eingerichtet. Mhm. Ne? Und ich hatte damals, also wenn ich jetzt mal auf Instagram komme, man sagt immer so, Instagram ist immer das wichtigste Medium. Ne? Und ich hatte mich halt damals überhaupt gar nicht darum gekümmert. So, weil ich habe diese ganze Nummer überhaupt gar nicht verstanden, was das sein soll und warum ich da jetzt Fotos einstellen soll. Und dann habe ich mal so ein Foto reingeschossen, aber völlig unüberlegt. Mhm. Also mal ein Foto von mir auf Baustelle, mal ein Foto von meiner Stulle oder irgendwie sowas. Ich konnte damit nicht anfangen. Und hatte dann so 500-600 Follower damals und dann hat mir einer gesagt, naja, du brauchst schon irgendwie ein paar Tausend, dass du so deine Bücher irgendwie verkauft kriegst. Ne? So, und jetzt kommt's aber, ich hatte 500-600 Follower, ich hatte 1500 Bücher und diese 1500 Bücher hatte ich dann innerhalb von 2,5 Monaten verkauft. Ach, krass. Das war wirklich abgefahren. Ich habe abends einen Post gemacht in die Kamera und habe gesagt, ey Leute, mein Buch ist jetzt da. Und dann ging das an, bling, 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 bling. Dann kam immer so ein Ton auf meinem Telefon, mhm. Buchverkauf, Buchverkauf, Buchverkauf. Und ich denke, was? Dann innerhalb von 2 Stunden irgendwie 380 Bücher. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, mach diesen Shop zu, weil ich hatte noch nicht mal einen Stempel, weißt du, mein Adressstempel oder ich hatte nichts, ich hatte gar nichts. Und dann haben wir uns nächsten Tag hingesetzt, es waren gerade Sommerferien, dann habe ich mit meiner Frau und meiner Tochter da gesessen, die haben dann alle die Paketscheine adressiert und ich habe Bücher signiert und so. Und das war für mich der absolute Wahnsinn, dass es Menschen da draußen gibt, die jetzt dieses Buch haben wollen. Mhm. Und wie gesagt, innerhalb von 2,5 Monaten war es weg, war es ausverkauft. Und in dem Zeitraum hatte ich Kontakt mit einem veganen Verlag aufgenommen. Oder die hatten das auch mitgekriegt, dass ich ein Buch von mir draußen hatte. Und dann hatte ich dann ein Buch geschickt und die haben dann einfach gesagt, du willst nicht die zweite Auflage bei uns hier raushauen. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt schon mitgekriegt, okay, das geht nicht. Ich kann nicht neben meiner Baufirma hier noch einen Buchversand machen, weil ich wusste auch gar nicht mehr, um was ich mich kümmern sollte. Und habe dann gesagt, okay, dann habe ich das da rüber geschoben. Das heißt, seit der zweiten Auflage ist mein Buch auch wirklich rein vegan gedruckt. Das heißt, also in den Klebern sind keine tierischen Erzeugnisse drin, in den Farben sind keine tierischen Erzeugnisse drin. Also echt cool. Und hatte das abgegeben, war mit dem Thema fein und durch. Wollte nie wieder ein Buch machen, weil das echt eine schweinemäßige Arbeit war. Und nach einem halben Jahr haben die Leute dann aber gefragt, was ist denn jetzt mit dem zweiten Buch? Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, gut, okay, mach nochmal ein zweites Buch. Das ja, Gott ich dann, sei Dank, ja, weil das ist auch alles so lecker da drin. Das ist cool, das freut mich. Und dann habe ich halt das zweite Buch direkt mit dem Vegan Verlag zusammen gemacht. Und Ende 2019 habe ich meine Baufirma verkauft, weil ich dann irgendwann mitgekriegt habe, ich kriege das alles nicht mehr gedeckelt. Ne? Ich war sehr viel auf Messen unterwegs und war auch für das ganze Jahr 2020 komplett auf Messen durchgebucht und wusste, sag ich mal da schon, das kann ich nicht stemmen. Ich hatte Mitarbeiter in meiner Firma und das lief alles schon nicht mehr so wirklich gut. Also ich konnte mich weder um meine Mitarbeiter, um meine Baufirma hundertprozentig konzentrieren, noch auf das andere. Und habe gedacht, wenn ich das ins Laufen bringen will, dann muss ich mich jetzt voll und ganz darauf konzentrieren. Zu dem Zeitpunkt hatte ich genau 18 Jahre meine Baufirma, habe die verkauft und habe gesagt, ich stürze mich jetzt in meine vegane Passion. Dann kam Corona. 3-4 Monate später. Und das ist eigentlich der Grund gewesen, warum ich dann angefangen habe, meinen YouTube-Kanal aufzumachen. Hätte ich sonst gar nicht gemacht, weil ich habe dann gedacht, okay, die Leute sehen mich jetzt nicht mehr auf Messen. Mhm. Aber wenn sie mich jetzt gar nicht mehr sehen, naja, dann bin ich auch irgendwann wieder weg vom Fenster und habe gesagt, dann probier es halt mit meinem eigenen YouTube-Kanal. Mit Peter konnte ich auch nicht mehr drehen, weil die gesagt haben, ey, wir drehen hier mit gar keinem anderen mehr. Mhm. Und ich gesagt, dann mache ich es halt alleine. Und habe dann halt einen Kameramann gesucht, auch wieder einen Instagram-Aufruf gemacht. Und zu der Zeit hatte ich noch quasi gearbeitet nebenbei in einem Seifenladen. Mhm. Und das war auch ein veganer Laden. Da hatten wir auch ein Buch quasi von Alex, zu dem ich auch schon mal ein Kurzvideo gemacht habe quasi. Als wir das Buch reinbekommen haben, habe ich so ein kleines Werbungsvideo dafür gedreht. Okay. Und eben dadurch, dass ich auch aus dem Schauspielbereich komme, habe ich das so ein bisschen lustiger gemacht, war quasi auch selbst zu sehen.
Begonnen hat es als kleine Online-Romanze. Und jetzt heute, ja, seid ihr vereint und geht zusammen durch die filmende vegane Welt. Genau, ja. Und da habe ich den netten Herrn, der dahinter sitzt, gefunden, was für mich der totale Hammer war. Ich wollte halt wirklich, ich habe zwar nicht in der Ausschreibung drin gehabt, dass der jetzt vegan sein soll oder so, aber es ist natürlich die beste Grundvoraussetzung. Und Beni ist halt Vollblut-Veganer und Tierrechtsaktivist und der fühlt und der lebt dieses Ding. Ich bin so mega, mega happy damit und das hat sich halt im letzten Jahr sehr, sehr gut entwickelt und habe dann, wie gesagt, Ende Dezember letzten Jahres dann gedacht, okay, ich brauche jetzt irgendwie noch Hilfe so für Social Media und so und habe dann halt nach einer Praktikantin gesucht. Und da habe ich ebenfalls ein paar Bewerbungen gehabt und die liebe Lara ist es dann geworden. Ich habe dann nämlich auch mitgekriegt, die wohnt hier bloß 4 Straßen weiter. Und es hat irgendwie alles gepasst. Und dann kam es halt zu der nächsten Idee, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt muss es noch ein Stück weitergehen. Mhm. Die Kochshow läuft und das wird weiterlaufen. Aber ich will halt noch zusätzlich Informationen an die Leute bringen. Weil natürlich immer wieder... Ich stehe in sehr viel Austausch über Instagram, über YouTube mit meinen Followern oder wie auch immer. Und ich weiß, die sind einfach Wissens, die haben einen großen Wissensdurst. Und den versuche ich jetzt einfach mit diesem neuen Format vorgestellt zu stillen. Also wir wollen nicht meine Meinung nach draußen tragen. Also darum geht es überhaupt nicht, sondern wir wollen wirklich, dass die Leute hinter die Kulissen gucken können. Wir wollen, dass die Firmeninhaber, dass die Ideengeber, Firmengründer, was auch immer, dass die sprechen und sich die Leute da draußen ihre eigenen Meinungen bilden können und einfach vielleicht auch Bock kriegen, sich ein bisschen mehr in den Arsch in die vegane Richtung zu bewegen, weil es einfach cool. Also ja, und du triffst ja auch manchmal dann so viele Leute oder man hat vielleicht gar keinen Bezug zu was Veganen und du bist bei jemandem, wo man sich denkt, ach den fand ich schon immer irgendwie... Ganz lustig, ja, kann ja auch Sportler irgendwas sein. Ja. Das wird ja ganz breit aufgestellt sein, dein neues Format. Und man guckt jemanden zu und hört jemanden zu. Und wenn das dann jemand ist, der entweder dein Herz berührt, ja, oder von dem du schon immer Fan warst und der erklärt dir so ein paar Hintergründe, das rüttelt ja dann vielleicht auch nochmal ein bisschen wach oder hilft einem auch vielleicht mal in schwierigen Zeiten einfach dabei zu bleiben, ja, weil der vegane Weg ist ja nicht immer ganz leicht. Da werden einem ja schon manchmal ein bisschen Steine in den Weg gelegt oder man muss mit kritischen Anmerkungen vom Umfeld irgendwie umgehen können oder nicht. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend, dass du dir das so überlegt hast und dass du das machst. Und apropos faszinierend, also deine ganze Story gerade, ich war so ruhig und habe dir nur zugehört, weil ich mir denke, mein Gott, Wahnsinn, ja. Also ein totaler, erstmal Selfmade-Typ, ja. Du könntest eigentlich auch in Amerika durchstarten und du bleibst gefälligst hier. Ich spreche ganz schlechtes Englisch. Also. Ein Glück, wenigstens das. So, und also ich finde deinen Weg Wahnsinn, was du gemacht hast, von dieser Selbsterkenntnis zum ich packe es an und eh ein Anpacker-Typ zu sein, der selbstständig ist und Bock hat und Ideen hat und ehrgeizig ist und das alles immer auf eine total charmante und sehr lustige Art und Weise. Also ich sag vielen Dank, dass du dich so gut vorgestellt hast, in der Sendung vorgestellt. Und ich glaube, du bist der Allerbeste, der diese Sendung überhaupt hosten kann und den Leuten da draußen das alles vermitteln kann und zu den anderen hinfahren kann. Wollen wir es mal ganz, ganz doll hoffen. Also wir geben es auf jeden Fall, wir werden uns riesig viel Mühe geben. Und Kerstin, ich danke dir vor allem, dass du hier warst und diese Nummer mit mir gemacht hast. Also ich kann dir auch gleich vorweg schicken, du wirst auch mal ein Teil von vorgestellt sein. Da wird es dann um dich gehen. Unabhängig davon haben wir beide auch schon zusammen in meiner Küche gedreht. Mhm. Die oberleckere, war das eine Erdbeertart oder eine Blaubeer-Pfannkuchentart? Nee, es war so Blaubeer-Pfannkuchentart. Genau. Mhm. Und da kam nämlich dieses Tischtennisspiel mit, was du vorhin angesprochen hast. Ich habe letztes Jahr viel geübt und geprobt. Wir werden dieses Jahr wieder Tischtennis spielen. Und ich werde dieses Mal auch gewinnen. Aber mit sowas, dem Gewinn, da gebe ich dir keine Hand drauf. Naja, aber das war meine Hand, die ich dir gerade gegeben habe. Das war mein Versprechen an dich. Und ansonsten, ja, cool, dass du da warst. Und
ich hoffe, dass es mit dir jetzt in diese erste Folge schon einen guten Start gegeben hat und ich bin da ganz zuversichtlich. Ich glaube, dank dir ist es ein guter Start. Also vielen, vielen Dank für das tolle Format. Danke, dass ich die Ehre haben durfte, das heute so ein bisschen anzuschubsen. Und ich wünsche dir eine mega coole Zeit, viele tolle Sendungen, viele tolle Begegnungen und euch dann ganz viel Spaß beim Gucken. Moin, Alex hier. Ich will euch heute zeigen, meine Variante der Roulette oder Frikadelle. Meine Variante natürlich rein pflanzlich vegan. Ich bin ja Ecke. Saugeil. Also.